What's up, guys, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Oras Wi-Fi Battle. Und heute spielen wir gegen den Smash und ja, das ist ein kleines Rematch. In der ersten Folge haben wir schon gegen Smash gebattelt und da hat er verloren. War, glaube ich, ziemlich knapp, ich weiß nicht mehr so genau. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Schiss, ich weiß nicht wieso. Wir spielen im Oyo Mixtier. Ich habe eben erst wieder ein anderes Pokémon reingetauscht, zwei Stück. Die waren mir ein bisschen zu schwach, weil ich in den letzten Battles ja, also nicht in den letzten, vor 3-4 Folgen, habe ich ja richtig auf die Fresse bekommen. Deswegen, ich glaube, ich habe ein ziemlich starkes Team dabei. Also, let's go. Ich bin sehr gespannt. Erstmal ein Foto von seinem Team. Ach du Scheiße. Holy shit. Okay. Mit was kann er leaden? Das ist jetzt die Frage. Okay. Mit dabei haben wir Jet. Das hat schon einige Trainer in die Verzweiflung geritten, glaube ich. Ja. Hat die Überreste. Kiro haben wir dabei mit so Specs. Lucario mit dem Life Orb ist ein Klauenwetzer-Set. Klauenwetzer-Turmkick ist eigentlich ziemlich nice. Wir haben dabei Chark mit dem Megastein, Anali mit der Offensivweste und Nero ist Scarf. Wird er predicten, dass ich Jet mit Jet leade? Das ist die Frage jetzt. I don't know. Fuck. Ich leade mit Chark. Weil ich glaube, er wird mit, wie heißt das Viech? Ich glaube, er leadet mit Skelabra. Ich glaube, das verliere ich. Irgendwie bin ich... Aber ich glaube, das Team, was ich dabei habe, ist gar nicht mal so übel. Und ich hoffe auch, dass jetzt die Capture-Card nicht rausfliegt. Ich muss da echt was machen gegen. Richtig. Ich leade mit Chark. Geh auf das Schutzschild. Und muss gucken, was ich mache. Chark ist eigentlich ein ziemlich krasses Pokémon in dem Battle. Fällt mir gerade so auf. Das könnte einiges reißen, ohne Scheiß jetzt. Fällt mir gerade so auf. Ich drücke jetzt auf Schutzschild, damit ich einen Temposchub kriege und dann mega entwickle ich ihn. Und dieses Tohido könnte sweepen. Könnte. Ein Togekiss. Interessant. Togekiss ist... Was? Ist Fee-Flug, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, er ist nur in der speziell... Also ist speziell halt ziemlich krass. Aber sonst... Gehe ich für einen Eiszahn? Ja, ich gehe für einen Eiszahn. Ich weiß nicht, was er mir machen will. Er will, glaube ich, mein Tohido paran. Ich weiß nicht, also Donnerblitz kann man auch auf ihm spielen, bin ich mir ziemlich sicher. Der Eiszahn trifft. Ah, reicht nicht. Luftschnitt. Wird das ausreichen, ist die Frage. Nein. So. Wenn Togekiss weg aus dem Battle ist. Also ein Eiszahn trifft generell ziemlich stark. Ich hätte gedacht, der one-shottet ihn vielleicht. Er wechselt aus. Nur in wen? In Skelabra oder? Ja. Aha. Interessant. Ich gehe jetzt einfach für eine Kaskade. Dürfte killen. Der Entzieher. Komm schon, kill ihn hier. Ja. Ich weiß nicht, ob er ihn mit Feuerfänger spielt oder Flammenkörper. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen gekillt. Sehr gut. Also Chark macht hier einen guten Job. Den wollte ich schon immer ausprobieren. Okay. Gewaltro. Ich gehe einfach auf den Eiszahn. Er megert ihn wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, wer schneller ist. Aber ich glaube, mein Chark ist schneller. Wenn er ihn megert...
und ich schneller bin, ist es ein totes Gewaltro. Und ich will ein totes Gewaltro sehen, weil Gewaltro ist ziemlich stark. Alter, mein Shark ist ziemlich krass. Hammerstark, das ist sein Krebutag. Interessant. Dürfte trotzdem ein bisschen Damage machen, ja. Ich scoute mal. Ich weiß nicht, was er mir machen will. Er geht auf die Wasserdüse. Interessant. Ich habe halt den Boost, ne? Ich gehe auf die Kaskade. Wasserdüse dürfte mich nicht killen. Also ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, nein. Er hat einen Life Orb und das ist, glaube ich, ein totes Kributak. Ah, scheiße. Aber ich bin schneller. Ich bin schneller und habe auch die Wasserdüse. Und das dürfte ausreichen. Geil. Oh, er macht guten Job. Er macht einen ziemlich guten Job. Oh, ich liebe Megatuhaido. Das ist einfach so ein Biest. Scheiße, ey. Sweept Megatuhaido. Chark, bitte. Ich treffe alles sehr effektiv aus seinem Team. Das einzige, also Staloborg könnte eventuell einen Hit überleben. Ey, wenn der jetzt 6-0 sweept, weil Smash ist ein verdammt guter Spieler und ich hatte richtig Angst, dass er wieder seinen Rizeros mitnimmt und sowas. Okay. Ich scoute, ich glaube, der hat einen Ruckzuckhieb, oder? Ah, Aeroass, okay. Ich gehe auf den Eiszahn. Er hat zwar den Evolit, aber das. Nein! Okay. Das war's mit Shark. Ich gehe in Jet. Physisch-defensiv. Und einfach nur ein Wichser. Ich lege die Tarnsteine. Er wird vielleicht raus. Wird er rausgehen? Er wird rausgehen. Wird er in Togekiss gehen? Eisenheart. Alles klar. Ah, er hat Überbrückung. Interessant. So, die Frage ist jetzt, in was kann ich rausgehen? Ich kann eigentlich nichts, also nicht safe rausswitchen. Ich gehe auf den Wirbelwind. Oh, er legt auch die Tarnsteine. Sehr interessant. So. Ich hoffe, er geht. Togekiss kommt rein. Nein. Er wird wahrscheinlich rausgehen. Deshalb gehe ich in Lucario. Weil wenn er jetzt in. Okay, er geht raus. In Eisenhardt. Eisenhardt, ja. Und ich gehe in Lucario. Er wird rausswitchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, fuck. Mal gucken. Es regnet gerade ein bisschen. Wie steht ihr eigentlich zu Regen? Würde mich mal interessieren. Also, ich liebe Regen. Vor allem, wenn. Wird ein. Also, ein Turmkick wird den rausnehmen. Aber die Sache ist, jetzt switcht der raus. Oder soll ich safe auf den Clownwetzer? Ich gehe safe in den Clownwetzer. Ich bin mal gespannt, wenn er drin bleibt, könnte ein Erdbeben reichen. Weil er weiß, ich bin schneller. Also, und ein Turmkick würde safe killen. Nein! Nein, Lucario, bitte. Nein, 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 nein. Nein!
Ah, dammit. Scheiße. Ah, fuck. Wird er jetzt drin bleiben? Ich denke nicht. Wenn er jetzt drin bleibt, dann GG. Aber wenn er jetzt rausgeht, dann... Obwohl. Soll ich einfach safe bleiben? Aber nee, er wechselt aus. Ja. Ein Togekiss, und das ist ein totes Togekiss. Gott sei Dank. Oh, scheiße, ich hab die so dämlich verloren, ehrlich. So, raus aus dem Laden. Ja, der Crit hat nicht gemattert, auf keinen Fall. Wer ist jetzt tot? So, wir hatten noch die drei, okay. Gewaltro, ja. Ja. Jett dürfte eigentlich alles abfangen, was er macht, ja. Die Frage, die Sache ist, Staloboard, der ist schon echt scheiße. Ja, das ist ein Mega, das war mir klar. Gut, dass er jetzt gemegert hat, weil ein Wutanfall wird wahrscheinlich killen. Blättersturm. Wird resistet. Okay. Nicht schlecht. Soll ich für den Rohort gehen oder soll ich jetzt raus switchen? Ja. Ich switche raus. Ja. Das Problem ist, wenn er jetzt in... Gut, er geht in Eisenhardt. Gut. Das ist nämlich sein Counter. Also der macht halt mein Filinara, bumst der weg. Wegen Überbrückung bumst er auch mein Anali weg. Ich gehe einfach safe fürs Erdbeben, wirklich. Oder? Nee, er wird raus müssen. Er geht raus. Er muss rausgehen. Er bleibt einfach drin. Er bleibt einfach drin. Er kriegt jetzt noch Rauhaut. Und das heißt... Nee, Überreste. Man. Das ist nicht gut, dass er drin geblieben ist. Weil ein Erdbeben hätte safe ausgereicht. Okay. Der wird aber trotzdem ein bisschen weh machen. Ja. Nicht schlecht. Ich gehe in Jett. Fuck. Also. Weil sein Staloboard outspeedet auf jeden Fall mein. Ja, sein Staloboard countert mein ganzes Team. Hoher Ort. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Ja. Ich gehe auch für den Ruheort. Definitiv. Abschlag. Interessant. Ich gehe noch für den Ruheort. Und drücke jetzt nochmal auf die Tarnsteine. Schwertanz, ach du Scheiße.
Er sweept wahrscheinlich. Das ist jetzt das Problem. Aber eine Aeroas dürfte nicht so viel machen. Ja. Jetzt gehe ich für den Wirbelwind. Wen hole ich rein? Ah, Kacke. Ja. Geht er jetzt straight für den Erdbeben, ist die Frage, ne? Ich gehe einfach auf den Eisenschädel, keine Ahnung. Ja, Turbodreher. Ich gehe einfach, ich mache einfach ein bisschen Damage. Macht zwar nicht viel, aber. Ja. Die Überbrückung. Die ist halt schon echt scheiße jetzt. Eigentlich muss ich Jet opfern. Ja, er will flinchen, oder wie? Crit. Und natürlich flincht er. Oh, ist das scheiße jetzt. Echt ekelhaft. Eisenschädel, ja, er versucht jetzt die ganze Zeit zu flinchen. Und ich hoffe, dass es ist doch. Lame, Junge! Das ist doch voll für'n Arsch, ehrlich. Aber ich möchte ihn nicht opfern. Auf keinen Fall. So, er kriegt jetzt noch ein bisschen Rauhaut-Damage. Und ja, ich muss eigentlich auf den Eisenschädel klicken. Auf den Eisenschädel. Soll ich auf den Wutanfall klicken? Nee, ich gehe auf den Erdbeben. Ich habe keine andere Wahl. Fuck, wenn er jetzt in. Oh. Ey, keine Chance hier. Ich muss in Anali. Ist meine einzige Hoffnung. Dass der jetzt irgendwie Damage macht. Schwerttanz. So, die Frage ist, er muss eigentlich rausgehen. Er muss rausgehen. Ich drücke jetzt auf den Kraftkoloss. Und fange diesen Eisenhart ab. Ich hoffe, er geht raus. Er geht nicht raus. Was zum Geier? Das ist richtig kacke, ey. Ja, das Battle habe ich verloren. Kann man so sagen. Ja, dann lasse ich Anali jetzt sterben. Macht keinen Sinn. Es sah am Anfang so gut aus. Der Eiszahn-Miss hat echt gemattert, glaube ich. Ja. Aeroas. Entweder das könnte killen. Nee. Schallwelle, Specs killt aber nicht. Von daher war es das auf jeden Fall. Mit Kiro. Okay. Ich könnte noch gewinnen. Ich könnte noch gewinnen. Es ist möglich. Aber es ist schwer. Ich könnte jetzt predikten, dass er rausgeht. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich jetzt auf den Wutanfall gehe, ihn rausnehme. Wenn er jetzt aber in Stalobor raus switcht, weil ich jetzt auf Erdbeben klicke, dann ist Stalobor tot. Ganz klar. Und dann geht er wieder in ihn und. Okay, ich muss auf den Wutanfall. Na. Damit. Ich muss das tun, ja. Ich hatte keine Wahl.
Wutanfall, so. Es nimmt ihn fast raus. Der nächste Wutanfall nimmt ihn aber safe raus. So, ne? So. Es kommt jetzt drauf an, kriege ich in der dritten Runde die Verwirrung? Also jetzt in der zweiten oder in der dritten? Natürlich kriege ich sie jetzt. Aber ich könnte trotzdem killen. Ich muss rausgehen in den Jet. Das ist jetzt. Knarkrack ist meine einzige Chance, wenn ich jetzt mit dem Wutanfall beide umbringe. Meine allerletzte Chance. Am besten ist, er switcht jetzt raus zu Paper Cut. Paper Cut. Okay, er geht für den Dragon Pulse. Nimmt er Jet raus? Ja. Okay. Knackrack, du bist jetzt meine letzte Chance. Ich muss jetzt. Ja, aber er. Ich outspeede. Es wird so knapp. Drach, Wutanfall. Er hat keine Prio. Keiner hat von denen Prio, oder? Und ich muss schneller sein. Ich muss schneller sein. Ich bin schneller als Gewaltru. Gewaltru, stirb bitte. Es ist ein fucking Knackrack, bitte. Ja. Bitte, 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 bitte. Ich outspeede, ich outspeede. Ich outspeede dieses andere Drecksviech doch. Und der Wutanfall wird reichen. Bitte, bitte, bitte. Der muss reichen, der muss reichen. Bitte kein Ruckzuckhieb, bitte hab kein Ruckzuckhieb, bitte hab kein Ruckzuckhieb. Bitte hab kein Ruckzuckhieb, ich schwöre. Bitte. Ja. Ja! Ja! Oh, fuck, war das ein Battle. Also ich habe echt gedacht, dass du Heido hat mich safe gerettet, aber er hat nochmal alles rausgeholt. Oh, Knackrack. Scheiße. Krasses Battle. Er hat wieder verloren, aber die Haarschare war eigentlich von Knackrack so gut wie weg, die Haarschare. Gott verdammt, Alter. Das war knapp. Dieses Knackrack hat mich gerettet. Ganz einfach. Nope. Leute, das war's für das Battle. Ich möchte eigentlich ungern jetzt schon das Rematch gegen Akai machen. Deshalb, falls jemand von euch battlen möchte, der noch nicht gegen mich gebattelt hat, dann schreibt euren Friendcode und euren Ingame in die Kommentare. Okay? Haut da rein, wir sehen uns beim nächsten Battle wieder und ciao.